Wissen Sie, was diese Dame macht? Irische Qualitäten eines Passanten aus Chile. Allerdings nicht ganz präzise. Die Französin Maria Duval ist Hellseherin und ist nach Wien gekommen, um auch hierzulande Übersinnliches auszupendeln. Meine Intelligenz ist unmittelmäßig, aber in der Schule konnte ich die schwierigsten mathematischen Beispiele lösen, weil ich ganz einfach das Ergebnis vorhersah, ohne das Problem zu begreifen. Die Karten werden immer wieder neu gemischt. Den aufgelegten Blick in die Zukunft riskiert Maria Duval nur für Klienten, nicht für sich selbst. Nein, das passiert ganz selten. Vielleicht einmal im Jahr. Ich brauche das nicht. Aber scheinbar ist der Bedarf an Kartenhäusern dieser Art ein großer. Neugierde. Das ist eine reine Neugierde. Es ist einfach, ich glaube, das ist im Naturell jeden Menschen, dass er wissen möchte, was bringt die Zukunft. Ich glaube, man soll immer nur das glauben, was man gerne hören oder sehen will und was man glauben will. Dann passt's. Ihre übersinnlichen Kräfte und Ihre Prophezeiungen haben Sie europaweit berühmt gemacht. Sie ist Hellseherin, sie ist Astrologin, beschäftigt sich auch mit Reinkarnation und sah unter anderem Jacques Chirac als französischen Staatspräsidenten voraus und warnte auch vor einem Attentat, das tatsächlich leider Gottes heuer im Jänner in Paris verübt wurde. Und heute Abend ist sie bei uns. Für manche gilt sie auch als das größte Medium unserer Zeit. Hier ist sie, Maria Duval. Recht herzlich willkommen. Bonjour, madame. Grüß Gott. Bitte, wenn Sie Platz nehmen. Da ich des Französischen leider nicht sehr, sehr mächtig bin, haben wir Frau Beatrice Compagnon eingeladen, die so lieb ist, uns die Übersetzung zu machen. Guten Abend. Vielleicht als erstes gleich, wann haben Sie selbst bemerkt, dass Sie über diese übersinnlichen Kräfte verfügen? Ich habe es nicht gemerkt, ich habe geglaubt, dass jeder so ist. Et c'est les autres qui m'ont fait prendre connaissance de cette différence. Das sind die anderen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ab welchem Alter haben Sie die erste praktisch Prophezeiung oder so gesehen? L'âge de 4 ou 5 ans. Mit 4 oder 5 Jahren. Mais c'était des prévisions à la portée enfantine. Aber es waren halt Vorhersehen von Kindern. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was sehen Sie da? Wie funktioniert das? Comment ça marche? Je vois des images comme un film. J'entends des situations et c'est un domaine comme un rêve. Ich sehe Bilder wie in einem Film. Ich höre das auch. Das ist wie ein Traum. Benötigen Sie dafür irgendwelche Hilfsmittel? Non, je n'ai besoin de rien, sauf lorsque je donne les consultations privées. Nein, ich brauche nichts, außer wenn ich private Konsultationen gebe. Mais normalement, on n'a besoin d'aucun accessoire. Aber normalerweise braucht man nichts. Mhm. Jetzt haben Sie so außergewöhnliche Fähigkeiten. Wie nutzen Sie sie aus? Wie helfen Sie damit den Menschen? J'aide les gens, je sais pas comment. Die Menschen nicht. Was hat es damit auf sich? Évidemment. Ce sont des cartes magiques. Es sind magische Karten. Ja. Et si vous voulez, wenn Sie möchten, si vous acceptez, wenn Sie annehmen, Elisabeth, vous tirez un tarot. Sie können eine Tarotkarte ziehen. Et je vous donne une ligne directrice. Und ich werde Ihnen eine Richtung zeigen, in die Sie gehen können. Was soll ich machen? Eine aussuchen? Ja, eine Karte ziehen. Nur eine. Darf ich sie mir ansehen dabei, die Karte? Ist der nach der Karte? Oui, la choisie. Ja. Die hat schöne Farben. Die auch. Okay. Ah, elle a choisi la réussite dans la vie professionnelle. Sie haben den Erfolg im beruflichen Leben gewählt. Elle aurait pu choisir l'amour. Vous savez, est-ce qu'on reproche?
Ah, n'est pas...